Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Medieval. Beim letzten Part haben wir die Irrenanstalt Verliese gemacht. Und ich war jetzt kurz noch beim Friedhof, das habe ich aber nicht aufgenommen, um kurz meine Fläschchen wieder aufzufüllen. Und ja, wir machen jetzt weiter mit die Kirchenschlucht. Der Bidi Badi di Dibidi Badi Bibidi Babidi Busch. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier rechts lang. Au, Kotze. Oh, shit. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Egal, gehen wir erstmal hier durch. Wo hast du es? Okay. Gehen wir erstmal den Geheimweg hier durch. Da ist nämlich der Kelch, da müssen wir nachher nochmal hin. Jo. Einfach durch raus. Ja, komm. Oh, Fläschchen. Ich muss sowieso nachher nochmal zurücktauschen, also geht jetzt erstmal nicht raus. Okay. Hier haben wir ein paar Kürbiszombies. Und ja, jetzt müssen wir erstmal da rein. Oh Gott, Daniel Fortescue. Du bist so ein Holzkopf. Jetzt komm. Ja, geht doch. Das hat jetzt eigentlich nichts gebracht, wie so sieht. Geld wäre schön, aber ein Fläschchen. Okay, ja, dann gehen wir jetzt hier nach. Dann machen wir jetzt noch ein Leben. Den müssen wir auf den Boden zählen. Wir sehen, Kelch. Ah. Okay. Wir müssen die Platte hochlaufen. Dass die ein bisschen weiter nach oben kommt, dass ich da hoch springen kann. Okay, hab ich geschafft. Jetzt komm. Ich will noch das Fläschchen haben. Okay. Und raus hier. So. Jetzt machen wir erstmal die Tür. Und töten wir wieder ein paar Kürbiszombies. Ja, wieso zieht die eigentlich alles so übel ab? Das ist ja nicht normal. Oh. Okay. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich zu essen da gehen muss. Aber egal. Nee, das ist Körper für mich. Okay, jetzt erstmal da hoch. Oh, fuck. Es geht noch nicht mal da hoch. Das heißt, ja. Da geht's natürlich auch nicht rein. Das war doch richtig. Oder? Und da kam ich doch. Ja, davon kam ich. Okay, dann muss ich doch erst dann da lang. Und man hört wahrscheinlich die Kirche im Hintergrund. Ja, ich wohne genau in der Nähe von einer Kirche. Wenn die klingelt, hört man sie natürlich hier durch. Und ich bin voll runtergeknallt. Mann. So. Okay, da muss ich eh drauf. Jetzt gehen wir erstmal da entlang. Um zu schauen, was da ist. Alter, ich sehe hier nichts. Ich sehe nichts. Aber auf jeden Fall sind sie dort. So, jetzt gehen wir erstmal da hoch. Jetzt komm. Geht doch. Mann. Scheiß Kürbisse. Gott sei Dank habe ich vorher noch meine Wodkaflaschen aufgefüllt. Apropos Wodkaflasche, da haben wir schon da. Okay. Oh, und da tun wir schon wieder ein bisschen auffüllen. Die Wodkaflasche. Ja. Okay. Silberschild. Machen wir hier mal auf. Und dann ging es wieder runter. Scheiße. Hätte ich ruhig noch den anderen Weg latschen können. Egal, komm. Jetzt muss ich mindestens nicht die Pelze hochlatschen. Genau das falsche Richtige.
Ich bin doof. Ich bin doof. 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 Ja, komm. Na, flext. Ich dachte, ich könnte es noch überlisten. Da gibt es ja auch noch eine schnelle Variante, soweit ich weiß. So, nehme ich mehrere und so schneller geht es. Das reicht. Oder? Na, es reicht immer noch nicht. Wo bist du her? Ja, hinten anstellen für Batscherei. Ich packe echt keine Manieren mehr, das gibt's ja nicht. Okay. Ich glaube, hier ist eh nichts. Dann holen wir uns erstmal die Fläschchen. Und dann batschen wir noch ein paar. 83%. Bei Thomas. Hey. 90%. Der ist weit klar. Scheiße, kann ich bereiten. So, jetzt müsste eigentlich kein Stein mehr kommen. Ja, genau. So, jetzt lade ich erstmal zurück. Oder? Warte mal, ich bin nicht sicher. Laufen wir erstmal noch ein Stück nach vorne. Ob da noch welche kommen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da oben ist nämlich das Land zu Ende. Ja, okay. Das heißt, wir latschen jetzt zurück. Du Bitch. Kamera. Ah. Scheiß Kamera, ey. So. Jetzt müssen wir erstmal ganz zurücklatschen. Denn ich weiß, wo ich ein paar Kürbisse nämlich noch nicht umgebracht habe. Und dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem Land. Nämlich hier müssen wir jetzt noch mal kommen. Ich lieb euch. Ich hab's doch gewusst, hier kommen noch welche. Komm, ich will den Kelch voll kriegen. Auch immer noch nicht. Jetzt komm, bitte noch. 1, 2, nicht so viele. Komm. Komm. Das gibt's nicht. Verdammt. Ja, mein Schild ist kaputt. Ich hab jetzt einen Platz mehr. Scheiße! Ah, da sind sie doch. Ja, geht doch. Ist doch nicht gleich so. Jetzt holen wir uns den Seelenkelch. Scheiß auf mein Leben, ich krieg jetzt wirklich alles voll. Da ist mein Kelch. Und ihr seid mir Bums. Wir einfach nur schnell raus hier. Ja, Mann. Finish Basta. Komm, hinne. Oh, fuck. Voll vergessen. Ich wollte ja noch mein Leben aufhören. Wo soll denn der Kamera-Switch jetzt? Leben. Ich hab keinen Bock nachher noch mal den Friedhof zu machen. Komm, voll, ganz voll. Kriegen ganz voll, komm, bitte. Ah, okay, mit dem kleinen Stück Scheiß drauf. Mach auf jeden Fall nachher den Kürbis. So.
keinen Schaden. Jetzt darf ich nur nicht runterschützen. So. Vorsichtig. Vorsichtig. Wir sind schon wieder über die 10 Minuten. Hey, ganz hoch. Pfosten. Jetzt kommt der Heldensaal. Ich hoffe, ich krieg jetzt meine Feuerpfeile oder mein neues Schild. Mein Zauberschwert krieg ich jetzt ganz in Chance, weiß ich nicht, Alter. Leider. Ah, du Hurenbock. Vor und zurück wie ein Geister-Jojo. Vielleicht versteckt der Meister die magischen Eierbecher jetzt besser. Nein, tut er nicht. Und der nennt die Meister? Aha, die Ziegenböcke arbeiten für Zarok. Nein, ich will Feuer. Ja, ich brauche aus meiner Feuerbogen. Hey Daniel, ihr wisst was für euch. Keine Ahnung, was es ist? Na, wollt ihr es riskieren? Keine Ahnung, was es ist. Brennpfeil, Langbogen. Geht doch. So. Raus hier. Oh, Jemini. So, jetzt kommt nämlich seit einer langen mal wieder ein Bosskampf. Ich glaube, hier gibt es sowieso nicht mehr viele Bosse. Der Kürbis-Boss. Nächsten Land kommt kein Boss. Nächsten Land kommt kein Boss. Und den Land danach kommt auch kein Boss. Egal. Und das war's für den Part mit der Kürbisschlucht. Und der nächste Part machen wir dann die Kürbisschlange. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht wieder Gefällt mir, wenn es euch gefallen hat. Kritik ist wie immer. Könnt ihr euch schreiben. Ich lese mir immer durch. Kritik ist nie schlecht. Und ja, ciao.